Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, herzlich willkommen zum VfR-TV. Spiel ist vorbei, 3-4 Niederlage. Ich darf begrüßen unseren Coach Daniel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin ein bisschen gespalten. Als Fan muss ich sagen, Lerke Punch ist ein bisschen unglücklich. Als Zuschauer war wieder ein geiles Spiel. Wie hast du es gesehen? Ja, genauso. Also wenn man es als Zuschauer betrachtet oder wenn ich neutral wäre, würde ich sagen, wow, was für ein geiles Spiel, was ich gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, als von Trainerseite, wenn du 3 Standardtore kriegst gegen dich, dann ist es wahnsinnig ärgerlich. Wenn du ein 3-1 umbiegst zur Halbzeit in ein 3-3, dann musst du was mitnehmen unbedingt. Von Trainerseite aus sehr, sehr ärgerliches Spiel. Aber du hast 3 Standards angesprochen, wo wir auch die dann ein bisschen schlecht aussahen, aber vorne wiederum hat man ja auch viele Chancen kreiert, oder? Ja, wahnsinnig. Selber aus Standard, aber selber auch spielerisch. 2 Abseitstore, die, ich glaube, ganz, ganz knapp waren, aber bis zum Ende super gespielt. Also der Schiedsrichter, der ist gehüpft, wie der Ball im Tor war, weil er die Fahne vom Linienrichter gesehen hat. Also tolles Spiel unserer Mannschaft. Erste Halbzeit ein bisschen defensiver organisiert, dann aus der Umschaltbewegung kommen, zweite Halbzeit offensiver mit viel Ballbesitz, sehr, sehr gute Lösungen gefunden nach vorne rein. Also von daher gegen eine wirklich gute Mannschaft. Und man muss sagen, die Jungs machen es richtig toll. Ich kann ihnen kaum Vorwürfe machen, außer heute bei den Standardsituationen. Aber man hat auch gemerkt, als es 3-3 schon, hast du einen Olic noch gebracht. Du wolltest also auch den Dreier auch haben, oder? Ja, ich habe gedacht, sie kommen jetzt nochmal und dann kommen wir mit dem Olli nochmal in eine schnelle Kontersituation. Mhm. Und da habe ich mit drauf spekuliert. Also ich wollte eigentlich schon auch einen Dreier mitnehmen. Warum sollen wir auf Unentschieden spielen? Also ein Punkt rettet uns am Schluss bestimmt nicht den Hintern. Obwohl, wie gesagt, es wäre ja nichts passiert. Ich glaube, für jeden Punkt sind wir dankbar, oder? Ob 1 oder 3? Ja, das schon. Aber wenn man hier ein 3-3 stellt, ist der Gegner niedergeschlagen, ist am Boden, dann kann man schon nochmal versuchen, auf ein 4-3 nachzulegen. Aber wie gesagt, aus dem Spiel raus wäre nichts passiert. Glaube ich, da hatten sie nicht mehr die Kräfte für, der Gegner, dass sie da uns nochmal ausspielen können. Und ein Standard ist halt einfach dann, ja, die passieren halt am Schluss, hüben wie drüben. Und dann müssen, wir hatten auch nochmal eine, glaube ich, um es 4-4 zu machen. Oder war dementsprechend sehr, sehr ärgerlich. Aber was man sagen kann, ist, du wirst dir die Standards wieder akribisch anschauen, aber es gab ja auch viel Positives. Wie bereiten wir uns jetzt vor auf Elatissen? Ja, die muss man erst mal angucken, die habe ich wirklich noch nicht gesehen. Schwer zu bespielen, eine Mannschaft, vor 2 Jahren haben wir 2-mal verloren. Abgezockt vor allen Dingen, oder? Abgezockte, robuste Truppe, aber trotzdem auch spielerisch gut. Sind weit unter Wert, glaube ich, die Saison bisher. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen Verletzungsprobleme haben oder so, aber gut, das haben wir alle zum jetzigen Zeitpunkt. Aber deswegen, wir fahren da hin und gucken das Beste, was wir mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir... Ja, und das sind Punkte, oder? Ja, ja. Wir schicken sie nicht mit der Post, sondern nein, ich glaube, die Mannschaft hat riesen Selbstvertrauen. Wie gesagt, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Wir sehen, dass wir die Liga absolut mithalten können. Und das muss man halt einfach nur das wieder scharf stellen. Aber in der Liga passiert es halt immer. Du verlierst auch mal und gewinnst wieder. Und das darf dich nicht runterziehen. Gut, aber was man ja sagen kann, ist, die Liga ist ja eng beieinander. Und auch wenn wir jetzt einen 4. Platz haben, du schaust aber nicht auf die Tabelle. Dir ist, glaube ich, wichtig, einfach dein Punkteschnitt, dass du am Ende der Saison deinen Klassenerhalt so schnell wie möglich fix hast, oder? Ja, also ich will so viele Punkte vor Weihnachten wie möglich und dann kümmere ich mich ums Frühjahr. Aber es sind 40 Punkte, sagen wir, roundabout, die man machen muss in so einer ausgeglichenen Liga. Ich glaube, mit 38 ist die letzten Jahre keiner in der Relegation gewesen. Also von daher, alles andere interessiert mich nicht. Wenn die Punkte da sind, dann können wir uns gerne über Tabellenplätze unterhalten. Perfekt, da komme ich gerne drauf zurück. Du hast vor 2 Jahren mal gesagt, du willst immer offensiv spielen. Und das sieht man auch jetzt wieder in dieser Saison. Man hat es auch in der letzten Saison gesehen. Wir spielen immer attraktiven Fußball für die Fans, für die Zuschauer. Also es lohnt sich doch eigentlich immer ein Besuch im Stadion, oder? Ja, natürlich. Und das ist halt das Traurige. Heute ist Spitzenspiel, Regionalliga. Was haben wir? Knappe 400 Zuschauer gegen einen Traditionsverein. Es ist schon ein bisschen traurig. Und die Zuschauereinnahmen tun uns einfach gut, auch rein finanziell. Die Liga ist schwer zu wuppen. Rein von den Rundumkosten, Busfahrten, Essen, sonstiges, was
was Schiedsrichterkosten angeht und so weiter und so fort. Also das ist halt was Teures und wenn du dann noch nicht mal, wir können uns auf unser Stammpublikum verlassen, aber irgendwie nicht mehr. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schade. Und die Sponsoren müssen natürlich auch dann, wir brauchen einfach mehr. Ja. Wir brauchen einfach, um Regionalliga-Fußball zu spielen, mehr. Mit den Worten sage ich erstmal Dankeschön, ihr habt den Trainer gehört, Spitzenspiel war, wir haben immer was zu bieten, also liebe Fans, liebe Zuschauer, ab ins Stadion, in 2 Wochen gegen Seligenporten, Dankeschön und auf Wiedersehen.